Und als nächster am Wort Martin Engelberg. Er ist Sprecher für internationale Entwicklung bei der Volkspartei. Ich bin total aus dem Konzept jetzt gekommen. Weil eigentlich wäre es ja meine Aufgabe als Sprecher für Entwicklungszusammenarbeit, zum Thema Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen, aber der Herr Kollege Leichtfried hat mich total durcheinander gebracht. Also, Sie haben jetzt hier tatsächlich gesagt, das sind Mörder und das muss sanktioniert werden. Und jetzt frage ich mich, ich meine, ich bin nicht so lange im Nationalrat, aber ich lebe relativ lange in Österreich. Wie war die Position der SPÖ im Irakkrieg, wo es um einen millionenfachen Mörder ging? Wie war die Position der SPÖ im Syrienkrieg? Wie ist die Position der SPÖ, wenn Anschläge in Israel stattfinden, wo immer nicht von Mördern, sondern von Freiheitskämpfern gesprochen wird? Wie schaut es aus mit dem Putsch in Moskau, als Gorbatschow gestürzt wurde und die SPÖ davon gesprochen hat, dass man sich vielleicht mit den neuen Machthabern gleich als allererster mit denen arrangieren wird? Herr Kollege Leichtfried, ich meine, Sie sind natürlich ein viel erfahrenerer Kollege hier im Parlament. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich total irritiert. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, was jetzt das EZA-Budget betrifft. Ja, die Diskussionen waren sehr kontrovers und emotional. Und natürlich geht es uns allen darum, möglichst Menschen, die Unterstützung brauchen, die unsere Hilfe bei ihrer Entwicklung brauchen, zu unterstützen. Das steht für uns nicht zur Debatte. Für uns gibt es aber eines, oder für mich gibt es jetzt vielleicht auch einen Punkt, der mir auch eingefallen ist. Ich habe sehr viele Gespräche geführt in den letzten Wochen und Monaten. Ich bin noch nicht so lange Entwicklungszusammenarbeitssprecher. Und eigentlich, ich glaube, im allerersten Gespräch, das ich geführt habe mit einem Freund, der seit vielen Jahren in diesem Bereich arbeitet, der hat mir ungefähr Folgendes gesagt. Jeder, der dir weismachen möchte, er oder sie würde wissen, ganz genau wissen, wie viel Geld man in genau welches Projekt stecken soll, weil es dort am besten eingesetzt ist, da kannst du davon ausgehen, dass es ein Scharlatan ist. Ich denke, wir haben eine große Aufgabe, mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, das Optimum rauszuholen. Und dass wir es vielleicht doch auch noch einmal, weil es immer wieder und immer wieder jetzt auch von der Opposition kam, diese Kürzung der Mittel für den AKF um 5 Millionen. Bleiben wir doch bitte dabei, was die Ministerin auch hier noch einmal gesagt hat. Es ist sehr wohl so, dass 20 Millionen zur Verfügung stehen, wenn in einem Katastrophenfall es notwendig ist. Und es ist auch bitte zu berücksichtigen, dass es diesen Katastrophenfonds gar noch nicht so lange gibt. Wir dürften nicht vergessen, dass es den seit 2004 gibt, seit dem Tsunami, und dass es über viele Jahre war dieser Katastrophenfonds mit 5 Millionen dotiert. Und erst der jetzige Bundeskanzler, noch als Außenminister, Kurz, hat den sukzessive vervierfacht auf 20 Millionen. Und diese Mittel stehen ja auch weiterhin zur Verfügung. Ich denke, das, was uns besonders wichtig ist, ist, und da glaube ich, das möchte ich mich auch noch einmal beim Kollegen Lopatka auch anschließen, dass wir auch würdigen, was unsere NGOs in Österreich an hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit erbringen. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Gespräche in den letzten Wochen und Monaten geführt und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, welche hervorragenden Leistungen da erbracht werden, welcher hoher Grad an Spezialisierung auch bei Projekten erbracht wird und dass wir da auch wirklich ein Stück stolz sein können, dass letztlich auch eine Europäische Union unserer Austrian Development Agency vermehrt große Projekte zur Verfügung stellt. Ich möchte schließen. Ich würde mir wünschen, dass wir hier im Hohen Haus eine konstruktive Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sowohl mit dem Regierungspartner als auch mit den Sprecherinnen der Opposition finden. Ein stetiger Diskurs und Austausch sind wesentliche Faktoren, gemeinsame Anstrengungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zu erzielen, um allen jenen zu helfen, die unsere Unterstützung brauchen. Verlieren wir uns nicht in Anschuldigungen, sondern packen wir gemeinsam an. Danke.
So Martin Engelberg, er ist Sprecher für internationale Entwicklung bei der ÖVP.